und auch als Stadt stellen sich damit deutlich gegen die AfD. Der Karneval ist wie jede Veranstaltung politisch. Und Antifaschismus ist natürlich keine Organisation, sondern eine Grundhaltung, die notwendig ist in einer Demokratie. Der Kölner Karneval unter dem Hakenkreuz war, weiß Gott, kein Ruhmesblatt. Schon 1933 hat die Prinzengarde verkündet, den Führer und die NS-Führungsschicht von jeglicher Kritik im Karneval auszunehmen. Aus einem anderen Holz war da Karl Küpper geschnitzt. Karl Küpper war ein entschiedener Gegner der Nazis. Und das hinderte ihn nicht, 1938 noch zum besten Karnevalisten Deutschlands gewählt zu werden. Allerdings kurze Zeit später bekam er Besuch von der Gestapo, wurde zusammengeschlagen, wurde verwarnt und erhielt 1939 Auftritt- und Redeverbot. Ging dann als Soldat an die Front, geriet später in Kriegsgefangenschaft und kam dann nach dem Krieg wieder zurück in den Kölner Karneval als Büttenredner. Aber 1952 erhielt er erneut ein Auftritts- und Redeverbot, faktisch, weil ihm die alten Karnevalsgrößen mit seiner Kritik an ihrer NS-Verstrickung nicht mehr auf der Bühne sehen wollten. Karl Küpper starb dann 1970 und im vergangenen Jahr 2019 hat die AfD-Fraktion im Rat der Stadt Köln eine latent vorhandene Idee, diesen Karl Küpper besser zu ehren, aufgegriffen und einen Antrag im Rat der Stadt Köln gestellt, einen Karl-Küpper-Preis zu stiften mit 11.111 Euro und damit die beste politische Büttenrede zu prämieren. Das sorgte für einen Riesenaufschrei. Es gab ein Presseecho von FAZ, Deutschlandfunk bis zur Süddeutschen Zeitung. Und unser Antrag wurde im Rat der Stadt Köln wie so oft krachend abgelehnt. Aber damit sind wir zu leben gewohnt. So ist es häufig, wenn die Richtigen das Falsche vorschlagen. Frau Rakete wusste um die Vorgeschichte dieses Preises und es hätte ihr klar sein müssen, dass sie nicht ob ihrer Person und ob ihres Engagements diesen Preis erhalten hat, sondern dass sie instrumentalisiert wurde. Dass sie von der Kölner Politik instrumentalisiert wurde, um uns der AfD eins auszuwischen. Warum? Weil Frau Rakete in diametralem Gegensatz zu all dem steht, wofür wir, die AfD, in der Migrationsfrage stehen. Wir zollen Frau Rakete dafür Respekt, dass sie als einzige Person an der Veranstaltung den Mut und die Offenheit hatte, zu benennen, wofür das Ganze diente, nämlich dazu, eine Demonstration gegen die AfD durchzuführen. Karl Küpper ist letztlich vom organisierten Karneval dreimal beschädigt und verleugnet worden. Das erste Mal 1939, als er ein Auftrittsverbot durch die Nazis bekam und null Solidarität erfahren hat vom organisierten damaligen Karneval. Das zweite Mal 1952, als dieser gleiche organisierte Karneval ihn nun ob seiner politischen Kritik kaltgestellt hat und mit einem faktischen Auftrittsverbot belegt hat. Und das dritte Mal ist er jetzt vor kurzem 2020 beschädigt worden, als nämlich das Festkomitee Kölner Karneval und die Brauchtumspflege zwar einen Preis ausgelobt haben für ihn und mit 10.000 Euro dotiert haben, es aber nicht für nötig befunden haben, dieses Geld auch selber aufzubringen, sondern sich darauf verlassen haben, dass Rheinenergie und die Sparkasse die Gelder zur Verfügung stellen. Und die Gelegenheit möchte ich gerne nutzen, Danke zu sagen bei der Sparkasse Köln-Bonn und bei der Rheinenergie, hier vertreten heute durch Herrn Dr. Dieter Steinkamp, für eben die zur Verfügungstellung dieses Geldbetrages. Herzlichen Dank. Uns hat zu diesem Thema die Zuschrift eines Kölner Karnevalisten erreicht, der ungenannt bleiben möchte. Er schreibt uns, Zitat: Ich engagiere mich seit vielen Jahren im Kölner Karneval und schreibe ihn, weil ich mich dafür schäme, wie unsere Vorturner den Kölner Karneval dazu missbrauchen, gegen die AfD zu polemisieren. Immer heißt es, Köln ist bunt und vielfältig. Wir sind super tolerant. Jeder Jeck ist anders. Nur wenn ein Jeck sich als Sympathisant der Blauen zu erkennen gibt, dann ist es vorbei mit bunt, mit super tolerant, dann ist Schluss mit lustig. Die Verleihung des Karl-Küpper-Preises an Frau Rakete ist für mich der Gipfel der Heuchelei. Kölner Karneval und Brauchtumspflege loben einen Preis aus, sind sich aber zu schade, auch aus eigener Tasche dafür zu zahlen. Wie armselig und erbärmlich ist das denn? Zitat Ende. Dem ist wenig hinzuzufügen. Karneval und Karikaturen leben davon, Missstände aufzuspießen und sich über die Mächtigen und über die Scheinheiligen lustig zu machen. Der Karl-Küpper-Preis ist ein Preis für Menschen,
die Mut haben, die sich für Demokratie und Meinungsfreiheit engagieren und für einen offenen Diskurs einsetzen. Wir schlagen der Jury vor, Samuel Paty posthum den Preis zu verleihen im kommenden Jahr. Er hat seinen Einsatz für Demokratie und Meinungsfreiheit mit dem Leben bezahlt.